Ich habe heute eine Herausforderung. Ich muss mich echt zusammenreißen. Komm mal zur Ruhe, ja. 108 Kilometer, andere fahren 300 ohne Motor. Das ist echt eigentlich alles gar nicht so lustig, wie es vielleicht jetzt hier so aussieht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist meine erste Tour dieses Jahr, im Jahr 2022 mit Übernachtung und Zelt. Ich bin hier in Stolzenau an der Weser und heute werde ich Pat vom Kanal Pat E-Bike treffen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ich bin gestern motorisiert angereist, werde in 3 Tagen oder am 1. Mai hier wieder zurückkommen. Ich glaube, 2 Tage sind es. Ne? Und fahre dann wieder mit dem Auto zurück. Es ist 7.52 Uhr. Wenn ich hier um 9:30 loskomme, dann ist das völlig in Ordnung. Ich will es echt in Ruhe ruhig angehen lassen. Die Sachen sind noch nass, es sind 9 Grad hier, es ist schon ziemlich frisch, aber es soll im Laufe des Tages aufklaren. So, es ist 9:55 Uhr, bin gerade gestartet, bin noch in Stolzenau und bin hier an so einem historischen Bahnhof. Da muss ich doch jetzt schon mal gucken. Ah, ist nur ein Fake-Bahnhof. So, jetzt irgendwie umdrehen. Ja, ich habe jetzt ungefähr 115 Kilometer vor mir. Und wie gesagt, werde Patrick treffen, der ist jetzt auch schon unterwegs. Der hat den Airbnb sich genommen, ich weiß nicht genau wo. Und ja, ist auch schon losgefahren. Ja, ich denke, dass wir uns dann zeitgleich auch treffen werden am Campingplatz Eggewald. Es geht erstmal relativ unspektakulär an der Landstraße entlang. Ich habe mir übrigens vorgenommen, weniger zu filmen, damit ich weniger schneiden muss und der Film schneller fertig ist. Das wird das wieder so ewig lang. Also, wir werden es sehen. Ich bin jetzt etwa 15 Kilometer unterwegs, plus 2 Supermarkt heute Morgen. Und ja, ich muss sagen, der Weserradweg ist schon schön. Von der Weser habe ich ja schon was gesehen, aber nicht sehr viel. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde bis Uffeln jedenfalls auf dem Weserradweg fahren und danach biege ich rechts ab. Und dann schauen wir mal weiter. Kommen noch ein paar Steigungen später. In meinem Video über die Akkus hatte ich erzählt, dass ich einen Kapazitätstest durchführen lassen habe. Und der Kollege hatte ja versehentlich den falschen Akku gemessen, was mir ja letztendlich zugute kam, weil ich dann beide Akkus durchgemessen bekam. Er fragte mich noch, ob ich den Sport- oder EMTB-Modus haben wollte. Ich wollte natürlich den EMTB-Modus, weil er einfach dynamischer ist. Auch der True-Plus-Modus ist ja dynamisch. Was macht er? Er spielt den Sportmodus auf. Jetzt bin ich noch mal letzte Woche hin. Das haben sie dann ohne Beanstandung dann noch mal geändert. Ja, super. Der Fahrradladen gefällt mir, auch wenn da so ein paar Kleinigkeiten schiefgelaufen sind. Jetzt bin ich hier mal wieder an der Weser. Ich bin in der Nähe von Petershagen. Ich wollte jetzt aber noch keine Pause machen, auch wenn ich noch nichts gegessen habe. Ich wollte zumindest meine 30 Kilometer erstmal voll haben. Genau, was schleift da wieder? Das Schutzblech. Da links ist das Kraftwerk Heiden. Das ist ein Steinkohlekraftwerk. Thank you.
Ich hoffe nur, dass es hier keine Stufen gibt. Natürlich gibt es hier Stufen. Ich habe das ja auch schon so vielen Videos hier gesehen. Ja, das kann man mal nicht so zuordnen. Ne? Ja, werde ich mal da hochschieben. Kriege ich schon hin. Dank Schiebehilfe hat das super funktioniert. Da hat sie mal richtig gut funktioniert. So, jetzt geht es erstmal wieder runter. Ja, das ging dank der Schienen recht gut. Ich wollte das jetzt nicht noch filmen, weil ich muss doch zusehen, dass ich vorankomme. Aber das habe ich im ersten Gang geschaltet, als ich hochgeschoben hatte. Auch nicht schon wieder Stufen. Diesmal ohne Schiene, doch. Da haben sie schöne neue shiny Schildchen aufgestellt. Mit tollen Radwegen, alles gut. Aber leider fehlt das Geld halt für eine Rampe. Ich vermute mal, das ist die Alternativroute hier. Ich müsste das nachher mal recherchieren. Ich habe jetzt nicht den längsten Weg gewählt. Weil sonst wären es 140 Kilometer oder 150 geworden. Deswegen habe ich teils auch die Alternativroute mir ausgewählt. Auch wenn das Wetter etwas grau ist, aber hier ist es wieder ganz schön, direkt an der Weser. Das ist schon immer witzig. Immer wenn es schön wird, sind plötzlich die Radler da. Als wenn sie hier Statisten angestellt hätten. Ich habe heute eine Herausforderung, ich muss mich echt zusammenreißen. Ihr hört das Gequietsche. Es kommt irgendwo aus dem Bereich der Lenkung. Macht mich wahnsinnig. Ja, die Inspektion bei der Fahrradwerkstatt, wo ich das Rad gekauft habe, das war auch wieder so ein Fail. Die haben mir die Kassette und die Kette ausgewechselt. Nach der Inspektion bin ich extra noch mal hingefahren, 20 Kilometer hin, 20 zurück, wegen eines Quietschens aus dem Bereich des Motors. Mir war eigentlich gleich klar, die haben die Schrauben nicht wieder richtig angezogen. Dann haben sie es auch gleich gemacht, der hat eine Probefahrt gemacht, dann auch festgestellt, dass da irgendwie der Gang durchrutscht, hat auch ein bisschen was gehört, gemacht, keine Ahnung. Und das ist immer noch. Also es kann doch nicht sein, dass man ein Rad zur Inspektion bringt und man kriegt das irgendwie schlechter zurück als hingebracht. Na, was war noch? Was war noch? Ah ja, jetzt das Quietschen im Bereich der Lenkung. Sattelstütze haben sie auch nicht gefettet. Nicht mal, also, da kann ich drauf verzichten. Da habe ich 80 Euro bezahlt. Material hat die Versicherung ja übernommen, aber ich musste pauschal einmal 80 Euro für die Inspektion bezahlen. Das hätte ich mir sparen können. Aber ich weiß nicht, ob dann die Versicherung, wenn man das jetzt selber macht, die Ersatzteile ersetzt, wenn ich jetzt auch mal selber die Kassette ersetzen würde. Ich glaube nicht. Könnte man vielleicht mal anfragen. Jedenfalls bin ich jetzt hier schön an der Weser und genieße das Quietschen. So, jetzt werde ich mal nach 41,2 Kilometer meine erste Pause machen und was essen. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt heute. Jetzt gibt es Käsebrötchen mit Räucherkäse. Bisschen trocken, wie immer. Ist von gestern. Ich habe gerade fertig gespeist. Pat hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Ja, dass er doch noch 80, 90 Kilometer hat, wird auch nicht vor 18 Uhr auf dem Campingplatz sein. Ich könnte um 17.30 Uhr da sein. So kann ich mir auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Das ist ganz schön. Ja, ist doch ein bisschen stressig, wenn man irgendwie so einen Termin hat. Aber es macht auch Spaß, irgendwie so ein Ziel zu haben. So eine schöne Brücke hier.
Mittlerweile steuere ich auf Porta Westfalica zu. Soweit ich informiert bin, wurde das Denkmal 1892 errichtet. Ja, ich finde es ja total hässlich, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist Zeitgeschichte. Falls jemand auf die Idee kommt, diese Strecke nachzufahren, nicht beschweren nachher, hat er es ja gar nicht den Weserradweg gefahren. Ja, ich habe mich gerade entschieden, nicht die Weserschleife hinten zu fahren, weil da kam ein Local entgegen. Er meinte, ja, das sei nicht so schön, das sei alles Kies und Schotter. Und ja, hier ist auch ein Stück kürzer. Ist auch in Ordnung. Fluss habe ich schon mal gesehen. So, hier ist irgendwas kaputt an Radweg. Ja. Ich bin durch Floto durch. War ein schönes Örtchen, aber jetzt nicht so spektakulär, dass ich da gefilmt hätte. Ja, es kamen ein paar Steigungen hoch, runter und jetzt stehe ich wieder vor einer Absperrung. Jetzt heißt es umplanen. Na, ich bin jetzt doch einfach durch. Hier werden so ein paar Stellen an der Straße ausgebessert oder was heißt an dem Radweg. Ist natürlich eine Sicherheitsgefahr, deswegen ist das natürlich auch gesperrt. Oh, jetzt verstehe ich, warum das gesperrt ist. Hier geht's kräftig hoch. Oh. Leicht links abbiegen. Ist natürlich lebensgefährlich, da drunter durchzulaufen. Also nicht nachmachen. Und Helm tragen. Sowieso. Oh, der sieht aber auch hier kippelig aus. Huiuiui. Ach, irgendwie ist das doch schön hier. Zwar nicht so sommerlich, knallig wie auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Aber kommt noch. Zumindest der Sommer hoffentlich. Bin jetzt mit 154 Meter Höhe auf dem Höhepunkt des heutigen Tages. Ja, es ist schon ganz schön anstrengend gewesen. Jetzt hier die Strecke hoch. Bin auch im Tourmodus gefahren. Ja, ich muss ein bisschen was machen. Ich habe den ganzen Winter ja keine Touren gemacht. Klar, meine Alltagstouren, meine Alltagsfahrten, aber jetzt keine Radtouren. Und die Tour nach Lüneburg war ein kleiner Test, ja, ob ich das hier überhaupt packe. Aber es ging alles ohne Probleme. Na gut, da war es flach. Ich muss jetzt langsam wieder rantasten. Oh, Päuschen. Ja, hier ist irgendwie so ein komischer Spielplatz, Waldspielplatz. Mitten im Wald, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich bin. Salzuflen soll hier in der Nähe sein. Wie auch immer, ist eigentlich auch wurscht. Ich habe ungefähr noch 42 Kilometer. Es kommen noch ein paar Steigungen. Aber es geht auch noch bergab. Herr Lustig, Patrick hatte mir gerade seinen Standort geteilt. Er ist ungefähr gleich weit entfernt vom Ziel und macht zufälligerweise genau in diesem Moment eine Kaffeepause. Ich bin gespannt, wer zuerst da ist. Wir machen kein Wettrennen, aber naja, man will doch nicht der Zweite sein, oder? Ich bin jetzt tatsächlich hier in Salzuflen gelandet und Bad Salzuflen heißt das, glaube ich, ja. Und hier ein super schönes Haus. Wird leider durch das Auto etwas verschandelt. Auch hier gibt es eine Kaffeerösterei. Ich glaube, ich trinke hier einen Kaffee. Ich habe mich doch anders entschieden, mich da nicht in das Café zu setzen. Muss mal überlegen. Aber ein Kaffee wäre nicht schlecht. Jo, ist dann doch Chivo geworden. Mich nerven die Witze so langsam auch. Aber hier der Beweis, dass Detmold nicht existiert.
geht hier ewig lang an der Landstraße entlang. Detmold gibt's doch. War gerade noch mal an der Tankstelle, muss noch mal meine Reifen nachfüllen. Der hintere hatte schon unter 2 Bar. Habe ihn jetzt auf 4,2 etwa aufgepumpt. Das geht natürlich auch auf den Stromverbrauch. Wobei, ich habe jetzt 97 Kilometer, wie gesagt, und ja, mein Akku ist gleich alle, glaube ich. Ich habe noch 15%. Aber ich fahre leer heute. Wie viele Kilometer habe ich noch? 17,3. Überschaubar. Ja, ganz schick hier. Detmold. Pat hat sich gerade gemeldet, er hat wahrscheinlich zur gleichen Zeit auch wieder eine Pause gemacht. Er hat noch 27 Kilometer, ich habe noch 17. Ich habe dafür auch Steigung. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Also denke ich, bin vor ihm da. Muss man mal schauen. Er ist nämlich gerade Snickers, hat er erzählt. Aber hiermit kann man noch nichts falsch machen, oder? Jetzt gibt es noch schön die 2 Eis. Ich höre jetzt mal, was der Matthias sagt. Lustig, ich mache auch gerade eine Pause. Das ist wirklich mal ein gutes Straßendesign hier. Man kann mit dem Auto hier alles erreichen. Und man hat das Gefühl, dass man langsam fahren muss. Und Radfahrer haben hier freie Fahrt. Sehr schön. Schönes Restaurant hier, direkt am Bächlein. Noch 13 Kilometer, ich bin jetzt 102 gefahren und der Akku ist leer im Tourmodus. Manche schreiben in die Kommentare, Mensch, deine Akkuprobleme möchte ich nicht haben. Das sind keine Akkuprobleme, das sind einfach Tatsachen. Und viele interessiert es einfach, wie weit ich komme mit meinen Akkus. Unter welchen Bedingungen und von dem her thematisiere ich das auch immer. Also, mein Akku ist leer bei 102 Kilometer. Ich bin heute im Tourmodus gefahren mit viel zu wenig Luft in Reifen. Mit ungefähr hinten 1,8 Bar. Jetzt habe ich 4 drauf und vorne waren es auch irgendwie 2,5 oder so. Ich wechsle mal auf den kleinen neuen gebrauchten Akku, der, von dem ich einen sehr guten Eindruck habe und fahre noch die restlichen 13 Kilometer. Bis zum Treffpunkt. Ich bin übrigens hier an einer Landstraße, die ist gerade Baustelle, ist gesperrt. Total entspanntes Fahren. Oh, jetzt kommt ein Auto. So, weiter geht's. Jo, tolles Auto hast du. Jo, ich bin hier an so einem Parkplatz. Hier kann man wohl zu den externen Steinen wandern. Das war eigentlich auch das Ziel. Da hatte ich mir ausgedacht, dass wir uns morgen angucken könnten. Ich weiß nicht, ob Pat dazu Bock hat. Ich muss es eigentlich auch nicht unbedingt haben. Wichtig ist, dass wir ein bisschen quatschen können, ein bisschen fahren können. Na, jedenfalls, hier sind die externen Steine. Wir sind hier. Ja, und hier kann man wohl hinlatschen. Und unser Campingplatz ist hier unten irgendwo. Ich glaube, hier sogar. Ja, das heißt, ich muss hier noch ein Stück fahren. Sind noch um die 8 Kilometer. Also, ich bin bald da, schon 6 Uhr. Und ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr. Wie viel hatte ich jetzt? 108 Kilometer. Andere fahren 300 ohne Motor. Ja, kann man machen. Ja, ich bin aber auch nicht trainiert. Das muss man auch dazu sehen. Ne? Naja, wie auch immer. Ich freue mich jetzt auf das Treffen gleich. Ich werde früher als Pat da sein. Ach, schon wieder viel zu viel gequatscht. Ganz schön kaputt, der Wald hier. Ist doch Wahnsinn, oder? Traurig. Aber ich glaube, das ist wirklich der Monokultur auch zu verschulden. Mischwälder sind da nicht so anfällig. Aber korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege. Thema Borkenkäfer. Hitze, Trockenheit, ja. Jetzt wurde es doch mal ganz nett. Auf den letzten Kilometern. Ja, ist echt. Teils doch schon ein bisschen idyllisch, aber nicht wirklich. Oh, ich könnte mich schön in ein Restaurant reinsetzen. Ja, in Campen werde ich campen. Oh, ich bin schon da. Was heißt schon? Ja, war noch eine nette Abfahrt. Die sind bis 20 Uhr da, also ist jetzt 18.39 Uhr. Ja, Pat müsste auch gleich da sein. Hey. Fahrrad hat mich gerade noch hingebracht. Oh, bei dir schleift es aber auch irgendwie, ja? Ja, ich bin komplett durch. Oh. Tja, erstmal. Du bist unscharf. Grüß dich, hi. Na? Ja, was kann ich für Sie tun? Wir wollen uns anmelden. Wir sind 2 Personen mit Fahrrad jeweils. Ja. Und würden gerne ein Zelt aufbauen. Mit Zelt, ja? Ja, genau. Mach gleich einen Moment.
Ja, Pat ist auch gerade angekommen. Und jetzt werden wir erstmal einchecken, Zelt aufbauen. Selbst bei Geld könnte. Boah, ich habe auch zu viel in den Taschen drin, ne? Darf ich wahr sein? Grüßt euch, Leute. Schön, bei euch am Start zu sein. So, wo ist es jetzt? Hier? Nein. Gehen wir schon hin? Hier ist es doch. So. Auf geht's. Ja, ist aber eh noch keiner da. So. Ja, wir tauschen uns hier gerade schon über die verschiedenen Kamerasetups aus. Ja, und ich nutze halt hier meistens diese SP Connect-Hülle. Dann drehe ich das Ding hier so dran. Dann habe ich hier dieses Shorty von GoPro, so nennt sich das Ding. Kann man dann aufstellen. So mache ich dann hier immer diese Vorbeifahrszenen. Ist ganz praktisch. Ja, oder halt einfach hier so als Selfie-Stick dann so, ne? Während der Fahrt. Ist ganz cool, dass wir uns jetzt mal hier austauschen können. Ich freue mich voll, mit jemandem mal zu sprechen, der halt auch Videos macht. Sind wir halt mal im gleichen Game unterwegs und können uns mal so ein bisschen austauschen, die Fahrräder gegenseitig mal prüfen, abchecken. Schon gesehen hier vorne, der Matthias hat diese coolen Ortlieb-Taschen. Weißt du noch, wie die heißen? Ich vergesse die Namen immer von Ortlieb. Gravel Bags, ja. Gravel Bags. Mhm. Das ist doch eigentlich ganz praktisch, weil du dann während der Fahrt auch die Füße nicht immer so nass kriegst, oder? Oder bringt das nichts? Ich fahre eigentlich nur bei schönem Wetter. Das ist auch eine Idee. Ja, cool. Ja, freuen wir uns, dass wir das nachher hier mal alles mal abchecken können. Hier mit einem schönen, vernünftigen Bosch-Display. Ja, ich habe aber in meinem Setup auch kaum was geändert über die letzten 2 Jahre. Ne? Hier hast du dann auch ein Abus-Schloss, genau. Ja, gefällt mir gut, eine Lenkertasche hier. Ne? Leute, das ist auch noch was für mich hier. Ja, hast du alles schön griffbereit hier vorne. Ja, es ist spießig, ne? Aber es funktioniert. Ne? Das ist halt auch zum Einkaufen, nimmst einfach ab, zack. Mhm. Hier kann ich schon einiges lernen. Muss ich auch mal gucken. Das ist dieses Clickfix-System hier, ne? Ja, ja. Das ist halt für ein E-Bike extra breiter hier. Damit das Display. Hier machst du dein Zack. Genau. Handy dran. Was wiegt der ganze Schinken hier? Boah! Heiliges Kanonenrohr. Das wiegt 55 Kilo. Boah! Okay, das ist. Ich hab's noch gewogen vorher. Also hinten habe ich 31,5 und vorne 26. Hast du auch wieder viel zu viel mit wahrscheinlich hier, ne? Ah ne, Moment, ich sehe gerade, ja, okay, was heißt zu viel? Das geht schnell voll, ne? Ja. Alles, ne? Ich hatte jetzt auch nicht so die Zeit. Ich habe irgendwie eine Stunde oder zwei gepackt und alles reingehauen, fertig. Ne? Also die hier, da habe ich auch Bock drauf, muss ich wirklich sagen. Ja, das lohnt sich. Die ist mir einmal runtergefallen und die hat ja kaum Macken gekriegt. Ich habe was verloren. Jetzt sagen wir, bevor dunkel ist, bauen wir mal eben auf. Ne? Wir bauen jetzt auf und quatschen nicht lange. Ja, das ist auch geil, diese Tasche hier. Ich finde das ja so geil, so unkonventionell. Ne? Einfach machen. Ja, einfach dran. Ja, muss nicht High-Tech, ja, High-Design sein. Also, ich habe schon vor, so mal die eine oder andere Sache auch mal zu ändern. Ne? Weil hier mit den Gurten und so, das ist alles so. Ja, ich habe hier diese Tasche noch hier vom DM drüber gehauen, weil ich halt nicht wusste, ob es regnet. Und ich hatte natürlich auch keinen Bock, dann in einem Schlafsack zu liegen, der halt nass ist. Beziehungsweise in einem, ja doch, hier ist der Schlafsack drin, genau. Zelt habe ich hier vorne dran. Ja, das mache ich jetzt mal eben ab. Wir wollen das ja eh jetzt gleich mal aufbauen, bevor hier die Nachtruhe einkehrt. Das ist hier mein Zelt. Ja, 2 Kilo, das ist so ein Abspannzelt. Ja, ist kleiner als meins, ja. Ja, es ist eng und gewöhnungsbedürftig. Wir bauen jetzt auf. Aber ohne Zeltstangen. Das darf nicht wahr sein. Ich werde jetzt versuchen, das hier irgendwie zusammenzufriemeln. Ey, hier sind ja noch nicht mal Heringe drin. Krass, okay, dann habe ich die ganze Hülle nicht mitgenommen einfach. Wunderbar. Das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich, ne? Aber egal, ich werde hier die eine Nacht rumkriegen. Ich spanne das jetzt hier irgendwie ab. Aber das ist natürlich echt ein bisschen Premium. Dann werde ich gucken. Dann werde ich eins hier festmachen. Ich bin ja erfinderisch. So, dann kommt hier mein Fahrrad hin. Und dann werde ich das irgendwie hier so auseinanderspannen. Darf ich wahr sein, ey. Ich muss ja eigentlich nur irgendwie ein bisschen Spannung drauf kriegen. So, jetzt kommt der hier noch. Die Richtung, so habe ich mir das vorgestellt. Nur dort bei kann man heute nicht mehr benutzen. Das passt nicht. Wohin jetzt wieder? Hier einfach schön an die Bremsleitungen. Für eine Nacht,
Für eine Nacht wird es gehen. Ich brauch gleich kein Bier mehr holen bei dem Aufpumpen hier. Ist schon richtig schwindelig. Das Innenzelt kann ich ja gar nicht hochspannen. Das kann das nicht hochspannen. Schau dir das mal an. Das muss ich dann hier irgendwie. Kannst du es nicht einhängen irgendwo? Nee, hier ist nichts. Ja, das steht normalerweise dann ja durch diese. Jetzt hast du eine Hängematte hier. Ja, jetzt habe ich echt eine Hängematte wieder. Aber egal, ich lege mich hier rein und. Super, jetzt habe ich auch noch das Kopfteil nach unten gemacht. Am Abend wurde es noch so richtig kalt und wir hatten weder etwas zu essen noch zu trinken dabei. Weit und breit gab es auch überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas einzukaufen. An dem Abend habe ich dann auch überhaupt nicht mehr gefilmt. Deswegen schaut doch mal gerne bei Pat im Video vorbei, wie wir den Abend verbracht haben. Ja, war recht kühl die Nacht, so 4 Grad, schätze ich. Jetzt haben wir auch so etwa nur 6 Grad. Ja, war gerade duschen und Patrick bereitet sich auch auf seine Tour vor. Morgen zusammen. Moin. Grüß euch. Ja, Nacht überstanden. Hier die Situation, weil ich auch hier das, ja, das Innenzelt, das ist hier gekoppelt mit dem oberen, mit dem Außenzelt. Und das hat sich dann natürlich nicht so richtig aufgerichtet, aber ich will gar nicht meckern, ist alles soweit gut verlaufen. Packen wir hier schön zusammen, sind gerade duschen gewesen. Ja, und dann würde ich sagen, gibt's Kaffee, oder? Erstmal ein Käffchen, wenn das Motorrad vorbei ist. Genau. Schön in Ruhe. Aber sonst ist ruhig hier. Muss man sagen, ne? Ja. Ich glaube, wir waren die lautesten. Stimmt. Wir haben noch länger gequatscht gestern Abend. Kaffeezeit. Was gibt's Schöneres? Matthias hat mir netterweise hier noch so eine Unterlage gegeben. Kann ich mich immer hinsetzen? Boah, bin ich froh, dass die Sonne scheint, ne? Das sind auch so die Momente, wo ich dann morgens nicht loskomme. Ja, wenn du einfach so in der Sonne sitzen kannst, Kaffee trinken und nicht gerade vom Stuhl fliegst. Es ist 9:45 Uhr, um 11 sollen wir hier eigentlich vom Platz, aber schaffen wir nicht. Machen wir auch nicht. So freundlich, wie die hier sind, lassen wir uns auch richtig schön Zeit. Ich geh mal rein. Ja. Klasse. Das gefällt mir. Hier kann man auch noch was festmachen irgendwie. Ist schon cool, so ein freistehendes Zelt. Kopfkissen dabei. Alles. Volles Programm. Ja, und hier deine Lenkertasche, ne? Zack, mit dem Clickfix-System. Einfach abgemacht, mit reingenommen. Also, ich kann hier noch einiges lernen, Matthias. Das muss ich ja sagen. Ja, hat sich alles bewährt, was ich hier drin habe. Ist cool. Funktioniert. Zwei-Personen-Zelt ist schon echt. Wobei ich habe den Eindruck, dass der Zeltboden so langsam undicht wird. Irgendwo muss da eine Stelle sein, ja. Hast du denn mittlerweile, was war denn mit dem Schlafsack hier? Hat der es getan für den Abend? Ja. Oder? Echt? Der hat 4 Grad Komforttemperatur. Weil irgendwo liegt die Hülle noch rum. Die sieht so klein aus. Okay, aber hast du auch ein vernünftiges Ding hier, ne? Ja. Ich komme immer raus wieder, bevor ich noch einen Krampf kriege. Boah. Ach, jawohl. So, die Route laden. Ja, man muss ein bisschen Geduld haben mit dem Neon. Guck, nicht eingelegt. Was will er jetzt schon wieder? Ach, geht doch. Die Route nehmen wir. Wir fahren jetzt zum Externstein und dann zum Hermannsdenkmal. Ja, ist alles gepackt und Patrick ist auch fertig, hat jetzt gerade noch seine Bahnkarte für heute Abend gebucht. Er möchte wieder nach Köln zurück heute Abend. Genau. Ich fahre noch auf einen anderen Platz. Ich weiß noch nicht, wo es mich hin verschlägt. Mal schauen. Liebe Leute, es geht weiter. Und zwar, ja, wo fahren wir jetzt als erstes hin? Zu denen, wie heißen die? Externsteine. Externstein. Wunderbar. Ich mache auch hier mal die Kamera an. Sound läuft. Und dann würde ich sagen, radeln wir einfach mal los. Gucken wir, was der Tag so bringt. Ich brauche auf jeden Fall gleich erstmal etwas zu essen. Ist bei mir nicht so dringend, aber könnte ich auch gebrauchen. Ja, dann mal los. Das Schöne ist, wenn man mit Begleitung unterwegs ist, dann muss man keine Vorbeifahrszenen extra aufnehmen. Denn ich werde hier gerade von Matthias gefilmt, wie ich hier losfahre. Und
Ja, bedanke mich mal hier beim Campingplatz. Eggewald. So, mal gucken, dass ihr hinterherkommt. So, Motor ist an. Ja, hier bin ich auch gestern hergekommen. Ich merke, beide Bremsen quietschen. Hier schleift irgendwas, ne? Ja. Ich habe auch gar keine Bremsbeläge mehr. Ja, es ist wieder Zeit für eine Inspektion. Kein Problem. Ich will gegenseitig schwimmen. Dann macht doch einfach wieder Bock, hier runter zu knallen. Mit Matthias Brille. Ja, jetzt links. Ja. Hier haben wir eine letzte Pause gemacht. Jo, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall auch nicht da hochgehen werden, oder Matthias? Nein, wenn wir diese Schlange angucken. Das machen wir nicht. Also bei aller Liebe für den schönen Felsen hier, aber ja. Nee, kein Bock. Haben wir uns am falschen Tag hier ausgesucht heute, aber ja. Ist in Ordnung. Ist ein bisschen voll hier, wir müssen jetzt direkt am See entlang. Ich glaube, wir schieben uns, machen uns hier keine Freunde. Da hilft nur eins, NWW. Nichts wie weg. Von einem Trubel zum anderen. Jetzt geht's zum Hermannsdenkmal. War ganz schön am See, aber es war so voll. Wahnsinn. Der Weg sieht besser aus, als er ist. Ja, alles gut? Ja, alles gut. Hat nur gescheppert. Die finale Lösung hier ist halt auch noch nicht. Mit den Trinkflaschen. Dann trinken wir noch mal einen Schluck. Prost. Dann wird auf jeden Fall auch Zeit, was zu essen. So, der Kollege baut hier gerade seine Feldküche auf. Ist Not am Mann. Ich habe so viel Hunger, ich muss jetzt was essen. Ja. Gut, Maultaschen. Ohne viel Zinnober werden die jetzt hier zubereitet. Sind noch gut, ja. Die Maultaschen haben nicht ausgereicht. Wir essen noch mal eine Pizza jetzt hier. Mahlzeit. In dem charmanten. Charmante Location hier. Mobilstation NRW, zack. Dein Fahrrad hier absichern, perfekt. Was sagst du, Matthias? Ist schön sowas, ne? Ja, super. Sowas ist toll. Ja, wenn sie nur die Fahrradwege hätten hier. Die fehlen noch. Ja. Und der Kaffee. Da war ja gar nichts. Ja, wir trinken jetzt einen Kaffee. Und dann oh, wir sind so fertig. Ich kam kaum aus dieser Bank da raus. Boah, ich bin sowas von erschöpft gerade, ey. Jetzt sind wir gerade in der Eisdiele vorbei, da fahren wir jetzt nochmal hin. Na gut, wir holen uns mal was Leckeres. Es ist doch eine Tankstelle geworden jetzt, weil es war keine Eisdiele, sondern eine Pizzeria. In die wir doch hätten besser mal gehen sollen als die andere. Endlich mal Sonnenlicht. So, wir haben uns losgeeist von der Eisdiele-Tankstelle.
Genau. Und fahren jetzt zum Hermannsdenkmal hoch. Mit letzten Kräften hier die Höhenmeter hoch. Ja. 165 Höhenmeter auf 4 Kilometer, glaube ich. Ja, bin mal gespannt. Oder wir sind gespannt, was uns da erwartet. Genau. Oh. Jetzt geht es aber hoch hier, ne? Jetzt reißen wir uns ja hier doch wieder ein Bein aus. Uiuiui, geht das hoch. Nee, Matthias. Geht so nicht. Felsen, Gestrüpp, Bäume. Das geht schon richtig hoch hier. Aber ich habe auch Turbo-Hand. Das ist mir jetzt auch egal. Einhändig ist auch nicht so einfach. Ist aber jetzt hier auch ein abenteuerlicher Pfad. Ich kann aber keinen Gang mehr runterschalten. Boah, mit dem ganzen Gepäck auch noch hier. Ich habe mein Rad vorne abgehoben. Matthias hat schon aufgegeben. Eieiei. Geht aber auch hier hoch. Der ist stecken geblieben. Ob er es noch hier hoch schafft. Man munkelt, da kommt er. Er hat sich noch mal zusammengerissen. Jawohl. Yay. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich anfahren soll. Das ist ja das, wo ich dann oft denke, okay, das sind zwar berühmte oder beliebte Orte, aber so richtig, also schön ist es auch woanders, ne? Im Prinzip. Also ja, ist ein schöner Blick, klar, aber muss man jetzt hier hochfahren, ist die Frage. Hermannsdenkmal. Was ist denn hier los, ey? Ich dachte, wir kommen hier an, hier ist keiner. Nee. Ich weiß auch ja. Nicht. Nur falls. Ich dachte schon, da wäre McDonald's ja. Da, aber ja. Was wir auf jeden Fall hier haben, sind Toiletten. Am Denkmal. Oh. Da muss ich ja was zurücknehmen. Das lohnt sich, glaube ich. Ja, schon mächtig, das Ding. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das müsste man aber eigentlich wirklich mit der Drohne umfliegen. Aber ich lasse es ja schon. Obwohl, je näher man kommt, desto kleiner wird es irgendwie. Von Weitem sah es groß aus. Was hat der gute Mann eigentlich gemacht in seinem Leben, dass der hier so ein Denkmal... Da stehen wir auch bald, du. Da können wir uns daneben platzieren. Vielleicht erstmal in der Version wie da hinten. Zur Erinnerung an die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christi und weiteren erfolgreichen Schlachten ein paar Jahre später wurde das Römische Reich geschlagen, dass ein weiteres Vordringen der Römer verhindert wurde. Somit wurde der Grundstein für die heutigen Grenzen in Europa gelegt. Na, hast dich mal informiert, was das hier ist? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Was ist das für eine Scheiße, ey? Quatsch, ey. Wir hatten gerade eine schöne Abfahrt und bevor wir jetzt getrennte Wege fahren, wollte Pat noch mal seine Drohne steigen lassen hier. Ja, ist ein wunderbares Wetter. Und ganz da oben, da hinten, sieht man das Denkmal, wo wir gerade runtergefahren sind. So, Leute, das ist jetzt hier die letzte Szene mit Matthias. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Röntchen hier mit dir zusammen zu drehen. Ja, auch wenn das jetzt nicht lange war. Das war ja keine lange, große Tour. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? 25 oder was? 27 haben wir gesagt. 27 Kilometer haben wir zusammen geschafft. Aber war trotzdem cool, um uns mal kennenzulernen, mal auszutauschen. Ja, jetzt trennen sich unsere Wege. Für mich geht es jetzt über Bielefeld zurück nach Kölle. Und Matthias wird noch eine weitere Nacht draußen verbringen. Jetzt an die Weser, an meinen Campingplatz. Ich habe mir gerade einen ausgesucht. Irgendwas mit Sibylle oder so. Und das sind noch 37 Kilometer. Und jetzt Achtung. 37 Kilometer und wir hatten noch eine Zwischennacht dort übernachtet. Bevor ich dann wieder morgen nach Stolzenau zu meinem Auto fahre. Naja, Matthias. Ja, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ja, das war nicht das letzte Mal, bestimmt. Genau, denke ich auch. Ja. Ciao. Ciao. Sicher kennt ihr den E-Bike-Kanal von Patreon. Ich kenne kaum jemanden, der größere Fan von E-Bikes ist
als er. Nach dem Gesamtkilometerstand jetzt von 40 Kilometer bin ich hier im Lemgo angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Hintour gestern hier auch durchgekommen bin. Ich werde es sehen. Ich werde es nach einem Schnitt sehen. Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, der Fluss heißt hier nicht Mega, sondern Bega. In Lemgo habe ich dann noch mal Eis gegessen und mein Wasser aufgefüllt. Jetzt habe ich hier eine knackige Steigung zwischendurch. Campingplatz habe ich angerufen. Geht klar. Ja, hätte ich mir auch sparen können. Wobei hier sicher auch irgendwelche Plätze ausfindig machen ließen. Aber muss nicht sein. Jetzt geht's hier runter. So, noch 10 Kilometer etwa bis zum Campingplatz. Ich übernachte hier noch mal zwischen, bevor es dann morgen wieder zurück zum Auto geht. Und es ist schön. Ich bin jetzt gerade größtenteils tatsächlich an der Landstraße entlang gefahren. War aber nicht so viel los und erstaunlicherweise war der Radweg da von der Oberfläche ganz glatt. Also haben sie wohl neu asphaltiert. Aber mein Navi hat mir diesen Umweg mit ein paar Steigungen und einer wunderschönen Aussicht berechnet. Ganz nett mit der Sonne jetzt und mit dem Wetter, es passt jetzt wieder. Ja, nice. Hier plötzlich eine Windmühle in Bentorf war das. Bentdorf. Ja. Ja, ich habe die Route jetzt nicht geplant. Ich habe einfach das Ziel in Ostmann eingegeben. Ziel am Campingplatz, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Aber schön hier. Schrauben haben ja die Eigenschaften, dass sie sich anziehen lassen, aber auch, dass sie sich lösen. Ja, jetzt ist gerade von meinem Frontrider hat sich da so eine Schelle gelöst. Ich habe mich schon gewundert, wieso das so quietscht, deswegen habe ich mal nachgeschaut. Ich habe aber einen Schraubenschlüssel extra dabei, weil ich schon damit gerechnet habe, dass ich es eventuell nicht fest genug angezogen habe. Das will ich jetzt nachholen. Ich glaube, der passt. Andere Seite. Jo. Okay. So, ist alles wieder okay. Es kann weitergehen. Die letzten 7 Kilometer oder 5, keine Ahnung. Ja. Klappe zu, auf geht's. Prasseln gerade die Insekten auf mich ein. Oh, ich freue mich schon auf den Campingplatz. Wieder ein anderer Campingplatz, mein dritter. Das ist echt cool. Ich liebe das ja, jeden Tag auf einem anderen Campingplatz zu sein. Bin jetzt da. Ja, Juliana heißt er, genau. Kann man auch an den Wochenenden etwas essen und trinken. Das ist mal gut. Jetzt habe ich nur 10 Euro Bargeld. Jetzt mal gucken, ob ich damit klarkomme. Das ist die Nummer, die man anrufen kann. Mein Zelt habe ich direkt an der Weser aufbauen können. Gegenüber steht das ehemalige Steinkohle- und Kombiblockkraftwerk. Es wurde 2015 stillgelegt.
Auf der südlichen Freifläche zwischen Kraftwerk und Weser findet seit 2007 jährlich das eintrittsfreie Musikfestival Festival Kult mit ca. 20.000 Besuchern statt. Für ein paar Euro kann man dort auch campen. Ich habe mich jetzt doch mal ins Zelt verkrochen, weil es echt sehr kühl draußen ist. Also ich saß gerade noch mit einer Daunenjacke, aber im Zelt ist es halt doch kuscheliger. Ich bin froh, dass ich diesen Schlafsack habe. Komforttemperatur 4 Grad, also damit kann ich im T-Shirt drin schlafen. Ja, es war echt ein netter Tag. Gut, wir sind jetzt nicht viel Rad gefahren, aber ja, es ging uns einfach darum, dass wir uns einfach mal treffen und ja, uns mal gemeinsam austauschen. Ja, und es passte einfach. Es hat echt Spaß gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, mit Pat auch mal eine Tour zu machen, aber es ist immer nicht so einfach, einen Termin zu finden. Wir sind ja beide beruflich eingespannt und haben Familie, wie auch immer. Ja, ich fahre auf jeden Fall morgen weiter zu meinem Auto. Das steht in Stolzenau. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Ich versuche es mal wieder mit Komoot. Ich habe mir mal eine Strecke einfach nur berechnen lassen. Dann fahre ich mal nach. Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich ziemlich müde bin. Ich mache jetzt auch Schluss. Morgen geht es nochmal weiter, 60 Kilometer bis zum Auto. Und dann ist das Wochenende leider auch schon vorbei. Der Kuckuck hat mich gerade geweckt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Inzwischen ist es 8 Uhr. Ich bin auch schon seit 6 Uhr wach durch einen Kuckuck geweckt worden. Aber es ist herrlich. Aber es war kalt heute Nacht. Also ich glaube, es waren so um die 5 Grad. Aber ich habe es überlebt und wunderbar, es war schön ruhig. Ja, ich wollte mich gerade hinsetzen und sehe, dass hier ein Vogel auf dem Stuhl geschissen hat. Ich habe gerade geduscht und Brötchen geholt. Ja, Brötchen geholt und ich hatte gar nichts mehr zu essen dabei. Ich habe überhaupt nichts zu essen dabei. Und gestern Abend wollte ich jetzt nicht unbedingt noch mal eine Pizza essen. Die hat mir eine Pizza hier angeboten, muss man aber vorher Bescheid sagen, weil die den Ofen vorheizen müssen. Aber ich konnte gut drauf verzichten. Aber heute Morgen habe ich doch Hunger und hatte jetzt auch keinen Aufstrich. Jetzt hat sie mir hier eine Marmelade mitgegeben. Die soll ich nachher wieder zurückbringen. Das ist total nett. Das liebe ich ja an so kleinen Campingplätzen. Das ist auf großen, wäre das ja gar nicht denkbar. So, schön Kaffee. Wenn ich um 10 loskomme, ist das völlig in Ordnung. Ich habe Zeit. Ich brauche etwa 3,5 Stunden bis zum Auto. Ich kann es fast selber nicht glauben. Es ist 11 Uhr. Ja, so ist das, wenn man noch Nachrichten liest und dann irgendwelche Verabredungen noch in Erwägung zieht über Instagram. Das sollte ich nicht machen. Das wird immer mehr Nachrichten. Und ja, ich muss mich jetzt auf meine Fahrt einfach konzentrieren. Ja, trotzdem vielen Dank für die Nachrichten. Das freut mich natürlich auch. Ist doch noch ein bisschen frisch. Jetzt habe ich mir erstmal die Jacke gezogen. Ihr hört das elende Gequietsche, was mir schon seit vorgestern auf den Keks geht. Ich dachte, dass es aus dem Bereich der Lenkung kommt oder vielleicht vom Motor. Es ist witzig. Man kann es einfach nicht lokalisieren während der Fahrt. Und wenn ich jetzt aufstehe, ist es weg. Also kommt es von der Sattelstütze. Die quietscht nämlich, das hat Pat nämlich gestern. Er hat sich da mal drauf gelehnt, um die mal zu testen. Und dann quietscht es. Und ich habe es nicht wahrhaben wollen, dass tatsächlich diese Sattelstütze so quietscht. Ja, gestern hat es dann auch irgendwann aufgehört, aber hey, ich war gerade zur Inspektion. Das gehört doch eigentlich mit dazu, dass man die einmal fettet, oder? Diese Werkstatt. Jetzt geht es erstmal schön an der. Wo ist sie denn jetzt wieder? Die Weser. Gerade war sie noch da. Ja, ich habe jetzt einfach mal Komoot die Strecke berechnen lassen. Bin mal gespannt. So. Ich bin doch wieder auf der Alternativroute vom Weserradweg. Da bin ich gerade rausgekommen. Da geht es jetzt weiter.
Oh, Fähre muss man hier benutzen. Fährt die überhaupt schon? Da hätte ich wohl das Häkchen rausnehmen sollen bei Komoot. Fährebenutzung. Gut, dass ich 9 Euro habe. Hoffentlich reicht das. Ich glaube nicht, dass er Karte nimmt, oder? So, Mecker-Alarm. Ich habe Komoot echt eine Chance gegeben. Ich glaube, das war jetzt gerade mal. Wie viele Kilometer bin ich gefahren? Keine 7 Kilometer. Ich habe es abgebrochen. Ich meine, die Fähre fährt jetzt nicht wegen Hochwasser. Jetzt hat mir Komoot eine Strecke mit Fähre berechnet. Ich wusste jetzt nicht, wie man die jetzt deaktivieren kann, die Fähren. Deswegen habe ich das abgebrochen und meinen Osmand wieder rausgeholt und mich jetzt mit, lasse ich mich mit Osmand einfach navigieren. Ich gebe einfach das Ziel ein. Ich will mich gar nicht jetzt großartig, komme zur Ruhe, ja. Ich will mich jetzt auch gar nicht großartig mit der Strecke beschäftigen. Ich will das Ziel eingeben und die Route soll einigermaßen okay sein. Also, jetzt habe ich 67 Kilometer plötzlich. Das waren, glaube ich, 47 noch. Oder 42 sogar. Ja, jetzt muss ich halt 67 Kilometer noch radeln. Aber ich habe Zeit. Ich kann heute Abend spät ankommen. Das spielt keine Rolle. Ja, gerade hat ein Zuschauer Kontakt zu mir aufgenommen, Detlef, und der hat mir jetzt einen Track geschickt, der schöner ist als den, den ich fahren wollte. Ich werde jetzt mal entsprechend Komoot die Strecke nachfahren, die er mir geschickt hat. Er hat mir keine GPX geschickt, sondern einen Komoot-Link, und den fahre ich mal nach. Das sind irgendwie noch 42 Kilometer. Er meinte, wir treffen uns am Startpunkt, aber mein Startpunkt ist ja jetzt hier. Mein Ziel wäre dann irgendwie nach 42 Kilometer. Ich fahre jetzt die Strecke weiter. Ist immer blöd, unterwegs dann irgendwie noch umzuplanen, zu reagieren. Ich werde mich jetzt weiterhin auf meine Strecke konzentrieren. Ich komme gar nicht voran, so wirklich. So, ich bin in Lohfeld durch und das ist jetzt die Strecke, die umgeplant wurde von Detlef. Gerade hat mich so ein Junge angehalten, der hat richtig Pylonen aufgebaut und eine Kelle rausgehalten, sich als Polizist verkleidet. Und meinte, ich habe ihn angehalten, ja, ich hätte ja gar keine Reflektoren. Meinte, ja, ich habe auch den Reifen mehr Reflektoren. Meinte, nee, der Polizist in der Schule hätte gesagt, dass man beides haben muss. Ja, gut. Er hat gesagt, schreib mein Kennzeichen auf. Er hat ein Foto von meinem Fahrrad gemacht. Der schickt mir eine Rechnung. Ja, vielleicht habe ich einen neuen Abonnenten. Ich gehe mal davon aus, dass ich wieder in Porta Westfalica bin. Ja, ist total eine nette Strecke hier. Die bin ich gestern nicht gefahren. Vorgestern war es, ja. Ja. Schön. Da oben ist dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal, was ich so hässlich fand und finde. Ja, hier ist gleich was los. Jetzt bin ich an so einer Weserpromenade und hier scheint ein richtiges großes Fest zu sein. Ah, hier bin ich über die Brücke gefahren. Genau. Jetzt mal die Brücke von unten. Jetzt werde ich wahrscheinlich die gleiche Strecke wieder zurückfahren. Nur bei Schirmwetter. Ich glaube, das ist nicht mein Weg.
Mal gucken, schadet er nicht. Ach, hier geht's auch hoch. Oh, ganz schön steil hier. Ja, hier ist ja das Wasserkreuz. Ich muss aber auf die andere Seite. Ja gut, da habe ich das auch mal gesehen. Ich muss darüber. Wo ich hergekommen bin, vorgestern. Ja, jetzt bin ich am Hafen von Minden wieder vorbei. Bei schönem Wetter ist das wirklich was ganz anderes. Es ist einfach, ja, ein anderes Flair, als wenn es ein anderer Ort wäre. Das ist echt schön hier. Habe ich, glaube ich, vor 3 Tagen auch gesagt, oder 2. Hier sind die Braswerke. Hier werden die Dachpfannen hergestellt. Hier wartet mein Zuschauer, Detlef. Damit habe ich doch gar nicht gerechnet. Ich bin schon vorbeigefahren und hatte von hinten nur Matthias gehört. Hi. Hi. Ich habe hier gerade eingeparkt und denke so, wo ist er denn? Wollte gerade nachgucken. Ja. Guck, denkst du, gibt's ja gar nicht. Moin. Moin, hi. Detlef, hi. Detlef will ja unbedingt ein Foto von mir machen. Ist Hobbyfotograf oder bist du professionell? Profi-Fotograf. Profi? Ja, ich habe das studiert. Ah. Diplom-Designer bin ich. Oh Gott. Oh Gott. Hast du da jemanden dabei, der schminken kann? Nee, Stylistin habe ich nicht dabei. Okay. Ja, das mit dem Foto verschieben wir ein bisschen. Detlef begleitet mich ein kleines Stück. Halt mal warm fahren, oder? Ja, ich bin schon warm. Ja, willkommen auf der Komoot-Strecke. Ich bin wieder zurück hier auf dieser Schleuse, wo ich ja vorgestern auch rüber bin. Also, Entschuldigung, Komoot. Ich hätte es genauso gemacht. Hier geht es jetzt auf die solarbetriebene Fähre. Da gibt es doch einen kleinen Antrag. Guten Tag, Euro habe ich noch. Die Petra Solara, die einzige Solarfähre in Nordrhein-Westfalen, verbindet die Radwege links und rechts der Weser und ermöglicht so familienfreundliche Radtouren in der Petershäger Weseraue. So steht es zumindest auf der Website von petrasolara.de. Detlef, wie hieß die Fähre? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lieshain oder so heißt das hier? Solaris heißt die Pferde, heißt Solaris, genau. Ja, okay, das ist Solaris. Verein, die das da seit einigen Jahren machen und ich finde das total beeindruckend. Ja. Ja, schön auch hier die Landschaft. Fantastisch. Ich bin da auch schon vorbei. Ja? Ja. Diesen VW-Bus, der kommt bekannt. Ja, hier bin ich vorbeigefahren. Ja, guck mal, aber jetzt kennt man die an. Ja, super, cool. Ah.
Ja, vielen Dank fürs Begleiten bisher. Ja, gerne. Detlef. Ja. Prost, Prost. Prost. Auf die strammen Waden. Genau, ich habe nämlich strammen Max hier. Alles klar. Detlef. War schön. Outtake. Outtake, war echt klasse. Wir haben echt gerade ein Problem, ernst zu bleiben. Nee, wir hatten echt viel Spaß. Ja, also, Detlef. Ja. Also, ich sag mal, Weserradweg müssen wir mal machen. Gut, dass du gleich noch im Zelt schläfst, ne? Und nicht nach Hamburg noch durchfährst, ne? Es gibt doch das geilste Outtake. Was ist einfach? So, Jungs. Wie die Mädels. Ich bin 8% Akku, reicht das? Ja, reicht. Ich kann nicht. Na ja, komm, over, out. Was wolltest du denn jetzt? Weißt du, was willst du denn nur erzählen? Ich will mal Tschüss sagen. Ja, dann tschüss, ja, Detlef, vielen Dank und Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ich bin wieder alleine unterwegs, weiter in der Weser. Und habe mich gerade von Detlef verabschiedet. Und wir haben es nicht hingekriegt, dass wir uns ordentlich verabschieden. Zumindest nicht vor der Kamera. Und habe noch 9 Kilometer zu meinem Auto. Und dann geht's wieder zurück nach Hamburg. Auf den letzten 3 Kilometer musste es ja noch regnen. Jetzt habe ich noch 1 Kilometer zu meinem Auto und wollte noch mal kurz Danke fürs Zuschauen sagen. Ich verabschiede mich hier. Es war einfach ein super Wochenende. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Klar, es gab mal so Tiefen und Höhen, aber einfach mal rausfahren. Es war auch vieles nicht geplant. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.